war wirklich voll, was man im einen oder anderen Video möglicherweise auch selber gemerkt hat, und kann mich an weniger erinnern, als es wirklich Sinn machen würde. Ich kann mich an eine Sache erinnern, weil als ich, das kann ich nicht, ob ich schon mal jemand erzählt, aber als ich bin tatsächlich auf dem Lastwagen in der Garage wach geworden und war alleine auf dem Lastwagen. Ja, daran kann ich mich wieder erinnern, an die Stunde, anderthalb, zwei davor. Keiner hat sich auch darum gekümmert, ist etwas mit dem Trainer oder sowas. Einfach bin ich, der muss ja eingeschlafen sein, bin ja wach geworden und bin abgestiegen und war in einer großen Werkshalle. Und dann bin ich über den Hof gegangen irgendwie und sehe vorne einig die Kontur eines Menschen. Und fange an zu pfeifen, ich kann relativ laut pfeifen und so. Und dann merke ich nur, dass die Figur sich ein bisschen, also langsamer wird, weil ich auch gelaufen. Und dann gewartet und treffen sich der Aki Watzke. Das war also Aki und ich die einzigen beiden, die auf diesem riesen Hof standen. Und Jürgen war fix und fertig. Er hat natürlich wie immer auch am intensivsten gefeiert, gesungen, er war total am Ende. Und er sagt dann zu Merki, ich kann nicht mehr, ich muss hier weg. Und dann habe ich gesagt, Jürgen, pass auf, wir hauen jetzt einfach ab und versuchen unser Glück. Wir rennen jetzt irgendwie lang und irgendwann wird ja vielleicht mal einer kommen, was aber nicht so einfach war, weil die Stadt ja abgesperrt war. Aber dann, nach 10 Minuten oder was, kam dann ein Auto und ich bin dann einfach auf die Fahrbahn gesprungen. Also Aki auf die Straße, hat einen alten Mercedes angehalten und irgendwie war ein türkischer Mitbürger, saß da drin, so ein Kombi. Und Aki sagt, wir müssen zum Italiener. Ja, nein, ich weiß da nicht hin. Aki greift mal kurz in die Tasche, keine Ahnung, 200 Euro. Doch! Das Geld dann, okay, Aki vorne reingesetzt, ich hinten reingesetzt, dann mit dem Kopf so an die ganze Lanz Ding geknallt, war ein bisschen auch müde und hör die ganze Zeit, komm, 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 denke, was ist denn? Sag eigentlich, ich träume das. Hab ich aber nicht. Der Kofferraum war voll mit Hühnern. Hühner waren auch da, das stimmt. Und dann lagen aber hinten im Auto drei tote Hammel, die er gerade geschlachtet hatte, offensichtlich. Das hat er aber wahrscheinlich gar nicht mehr gemerkt. Nur die Hammel haben für einen durchdringenden Geruch gesorgt in dem Vehikel, was auch kein Mercedes war, sondern es war ein Ford Transit. Aber was ich jeder feststellen kann, dass ich etwas nüchterner war als er. Dann haben wir jetzt immer durch alle Straßensperren, waren wir auf die Straßenbahn eingewandt, war durfte nicht überhin fahren, sind wir durch über jede Straßensperre, Aki war zu mir, ja, nee, ich dürfte nicht durch, Aki, Schreiber, ja. Und dann, ach, Watzke, bitte durch, so sind wir durch, bitte. Das war, ja, an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. In dieser Besetzung sind wir dann in die Innenstadt rein. Und ich habe dann den Jürgen quasi dann bei der Familie abgeliefert. Das zweite Jahr war viel besser, da habe ich dann aufgepasst, dass ich nicht zu schnell zu viel trinke, dann war alles gut. Mhm.